Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu ATV Gesundheit. Rückenschmerzen sind mittlerweile die Volkskrankheit Nummer 1. Mit dem Alter nehmen die Beschwerden oft noch zu. Die Ursachen dafür sind sehr unterschiedlich und vielfältig. Die bekanntesten sind sicher Verspannungen, Arthrose oder der Bandscheibenvorfall. In selteneren Fällen können sich aber auch Gelenkzysten an der Wirbelsäule bilden und starke Rücken- und Nervenschmerzen auslösen. Was genau dahinter steckt und wie Gelenkzysten behandelt werden können, das sagen uns heute die Orthopäden und Wirbelsäulenspezialisten Dr. Felix Hohmann und Dr. Carsten Wiechert. Hallo. Die Gelenkzysten sind ein eher selteneres Krankheitsbild, denke ich mal. Wo genau können die denn an der Wirbelsäule entstehen, Herr Dr. Wiechert? Der Name sagt schon, dass die im Allgemeinen von den Wirbelgelenken ausgehen. Es gibt eine Reihe von Ursachen, wo so eine Zyste im Wirbelkanal herkommen kann, aber das ist bei weitem die häufigste. Da wir ja ausschließlich Wirbelsäulenpatienten sehen in unseren Sprechstunden, ist es für uns auch nicht ein so seltenes Krankheitsbild. Man erlebt es immer wieder, wenn so ein Gelenk sich abnutzt, dann verschleißt es, dann baut es um und dann kann es dazu führen, dass sich die Gelenkkapsel gefüllt mit Gelenkflüssigkeit so ein bisschen aussackt. Ja, das ist wie so ein Ballon, der mit Flüssigkeit gefüllt ist. Und wenn das Ganze nach hinten geht, also von der Wirbelsäule und vom Wirbelkanal weg, ich zeige das mal hier am Modell, hier sieht man diese besagten Wirbelgelenke. Und wenn diese Zyste nach hinten kommt, dann macht das im Allgemeinen wenig Beschwerden. Die Patienten merken es oft gar nicht. Aber hier ist ja der Wirbelkanal und da gibt es eine direkte Verbindung zu dem Wirbelgelenk. Und wenn sich die Zyste eben zum Wirbelkanal hinbildet, dann drückt es entsprechend auf den Nerv und kann erhebliche Beschwerden machen. Herr Dr. Hohmann, wie sieht es denn dann genau aus, wenn Sie so eine Gelenkzyste diagnostizieren? Wie erkennt man das denn dann auf der Bilddarstellung? Also zunächst mal schildert der Patient Ischiasbeschwerden und dann kann es ein Bandscheibenvorfall sein. Es kann die Verengung des Wirbelkanals sein. Wenn es die Zyste ist, so zeigt sich das in der Bildgebung im Kernspinn. Also in der Röhre macht man diese Untersuchung und kann die Weichteile der Wirbelsäule beurteilen. Und diese Zysten sind in der Regel überhaupt nicht zu übersehen. Wir haben hier ein paar Bilder mitgebracht, die wir mal zeigen können, wo man einfach sieht, Zyste oder Nicht-Zyste. Und da sehen wir hier auf dem Bild den Wirbelkanal mit den Nerven. Das hier, das Schwarze ist ein Nerv, das Weiße ist Nervenwasser. Und hier sehen Sie diese Zyste. Da oben ist eine normale Bandscheibe. Die Zyste kommt aber nicht von der Bandscheibe, sondern von hier hinten vom Wirbelgelenk und drückt offensichtlich ganz stark auf den Nerv und macht Ischiasschmerzen. Und Ischiasschmerzen sind Schmerzen, die ins Bein ausstrahlen und einen Ischiasnerv schädigen können auch. Das heißt also, Sie haben zunächst die Vermutung aus dem Gespräch, es könnte sich um einen Bandscheibenvorfall handeln und sehen dann auf dem Bild, dass es sich aber um so eine Zyste handelt. Wir haben noch ein zweites Bild, wo man das sehr gut sieht, wo sich das auch unterscheidet. Hier ist der Nervenkanal normal und hier ist diese große Zyste, die ganz rund ist. Die hat auch eine Verbindung zu diesem Strich. Dieser Strich ist das Gelenk und der mündet hier in die Zyste rein. Und diese Zyste verlagert den Nerven und diese Zyste kann so starke Beschwerden machen, dass man die entfernen muss. Und das ist eine Erkrankung, die heute häufiger diagnostiziert wird, weil man es besser kann mit den Bildern. Früher hat man gedacht, Bandscheibe, hat operiert, hat gesehen, ist eine Zyste. Heute weiß man es vorher und kann die OP entsprechend planen. Also deshalb ist es so im Empfinden, dass es eine seltenere Erkrankung ist, aber heutzutage sieht man es einfach doch häufiger und besser schon im Vorfeld. Heißt das jetzt, es ist auch auf Verschleiß zurückzuführen oder wodurch entsteht sowas, Herr Dr. Wiechert? Es gibt eine gewisse Veranlagung dazu, die eben genetisch prädisponiert ist, genauso wie der Verschleiß ja auch eine genetische Komponente beinhaltet. Und wenn so ein Gelenk sich abnutzt, dann ist es genauso wie bei einem abgenutzten Kniegelenk oder bei einem verschlissenen Hüftgelenk so, dass sich das Gelenk umbaut. Und da kann es eben dann zu dieser Zystenbildung kommen. Es gibt auch noch andere Strukturen an der Wirbelsäule, wo sich Zysten bilden können. Das ist aber im Vergleich zu den Zysten, die von den Gelenken ausgehen, deutlich seltener, obwohl die Beschwerden oft ganz ähnlich sind. Jetzt haben Sie gerade auch schon angesprochen, Herr Dr. Hohmann, wenn man so eine Zyste sieht dann auf dem Bild, dann muss man die eigentlich entfernen. Geht das denn nur mit einer Operation oder kann man da auch, Sie haben ja auch gesagt, es gibt Fälle, wo es der Patient gar nicht so sehr merkt. Dann, wenn der Patient es nicht merkt und wenn er keine Beschwerden hat dann, und es zufällig durch eine Untersuchung festgestellt wird, dann kann man die Zyste in Ruhe lassen.
Kleinere Zysten kann man auch mal mit Cortison und Spritzen behandeln, dass es schmerzfrei wird. In der Regel sind Zysten, die einmal anfangen, Symptome zu machen, dabei größer zu werden. Wenn sie keine Lähmungen machen und keine Sensibilitätsstörung und der Schmerz erträglich ist und nicht vernichtend, dann kann man es auch mal versuchen, etwas konservativ anzubehandeln. Das muss aber relativ zügig gehen. Wir sehen die Patienten allerdings in der Regel mit Beschwerden, die so stark sind, dass sie sagen, es geht nicht anders. Da kommt man auch mit Schmerzmitteln nicht hin, sondern da entfernt man dann dieses Zystchen. Also die kommen dann schon mit einer längeren Krankheitsgeschichte oder mit einem längeren Leidensweg zu Ihnen. Also auf eine andere Weise kann sich so eine Zyste auch nicht zurückbilden, oder? Die Zysten sind im Allgemeinen von ihrer Struktur her so, dass sie nicht von alleine platzen oder kaputt gehen oder weggehen. Wenn es der Fall sein sollte, kommen sie auch häufig wieder. Ja. Ziel muss ja sein, dass die Zyste, wenn sie entfernt ist, dann auch entfernt bleibt. Anders als bei einem Bandscheibenvorfall, der von jetzt auf gleich passiert, nehmen die Zysten in Größe über den Verlauf der Zeit zu. Das heißt, die Patienten haben dann Beschwerden und dann haben sie ein bisschen mehr Beschwerden, dann wird es etwas besser, dann geht es noch mehr und noch mehr. Und es schaukelt sich im Laufe von meistens einigen Wochen hoch. Und wenn wir die Patienten dann in unseren Sprechstunden sehen, haben die meisten, wie der Dr. Hohmann schon sagte, erhebliche Beschwerden. Wie sieht denn jetzt so eine Operation dann aus, wenn die tatsächlich dann als einzige Möglichkeit in Erwägung gezogen wird? Wie läuft das ab? Die Operation wird unter Mikroskop durchgeführt. Das heißt, man macht einen kleinen Hautschnitt, ca. 3 cm, und legt die Wirbelsäule hier frei. Ich darf das mal im Modell hier zeigen. Hier sieht man die Wirbelsäule von hinten und diese gelbe Struktur hier unten ist der Wirbelkanal, und da ist die Zyste. Und das macht man sich etwas frei und entfernt die Zyste. Die Zyste kommt aus dem Gelenk, was eine Arthrose hat. Ein Arthrosegelenk ist in der Regel etwas vergrößert. Das gehört zur Arthrose dazu. Und diese vergrößerten Kanten werden in der Regel auch etwas geglättet, damit der Nerv hier schön vorbeigleiten kann. Also ist es auch, ich sage jetzt mal, ein sehr sanfter Eingriff, wo das drumherum liegende, also die Muskeln und so geschont werden? Oder wie muss man sich Absolut. Das vorstellen? Absolut. Also die Muskulatur muss nicht durchtrennt werden, sondern man schiebt die einfach nur stumpf beiseite. Die rutscht nach der Operation wieder an ihren normalen Ursprungsort zurück und ist dann eigentlich auch wieder normal belastbar. Ja. Durch die vom Dr. Hohmann beschriebene Technik kann man eben diese Zyste komplett entfernen. Man kann den Nerv unter sich, unter riesig großer Vergrößerung, eben sehr, sehr schonend behandeln, gucken, dass das alles komplett frei und locker ist und auch, dass eben die Wand, die zum Gelenk dann besteht, nicht wieder dazu neigt, eben eine erneute Zyste dort zu bilden, was bei anderen Verfahren durchaus auch mal vorkommen kann. Ja. Und hierbei ist dann eigentlich das Problem gelöst. Die Patienten sind normal belastbar und zwar schon ganz, ganz bald nach der Operation wieder. Kann es denn da auch kompliziertere Fälle geben, wo die Operation dann ein bisschen aufwendiger abläuft? Also wenn die Zyste irgendwo anders liegt oder wenn sie entsprechend schon größer ist? Sag mal so, der Ersteingriff zur Entfernung der Zyste ist in der Regel immer das Gleiche. Da spielt die Größe der Zyste gar keine so entscheidende Rolle. Der Unterschied liegt daran, dass diese geschädigten Gelenke, die diese Zysten produzieren, das in der Zukunft wieder tun können. Und das ist in 10-20% der Fälle der Fall, dass Patienten wieder Zysten kriegen. Die kann man auch wieder entfernen. Wenn die Zyste aber immer wieder kommt, und das sind seltene Fälle, aber die gibt es, dann kann man dem Patienten empfehlen, dieses Gelenk komplett rückzustellen. Und durch diese Rückstellung bildet sich die Zyste nicht mehr. Das ist aber, sag mal, vom Eingriff her etwas aufwendiger und bedeutet, dass man diesen Wirbel stabilisieren muss, damit dieses ausgeschlagene, gereizte Gelenk eben dauerhaft Ruhe gibt. Das heißt also, es wird versteift, dieser Wirbelbereich? Diese Bandscheibe und diese Gelenke werden versteift. Von allen Zysten gesehen, die wir sehen, ist das ein verschwindend kleiner Prozentsatz. Aber man sieht es doch hin und wieder. Mhm. Und wenn man das dreimal operiert hat, die Zyste, dann muss man sich überlegen, kommen wir hier mit weiter oder eben nicht. Mit welcher Folge für den Patienten ist dann so eine Versteifung oder Stabilisierung eines Wirbels verbunden?
Und wie gesagt, die Stabilisierung ist ja ein ausgesprochen seltener Verlauf bei diesen Zystenoperationen. Ja. Auch da es sich ja im Allgemeinen um ein einzelnes Segment handelt, also einen einzelnen Wirbelsäulenabschnitt, der da behandelt wird, sind die Einschränkungen für die Patienten viel geringer, als man glaubt. Ja, das muss natürlich alles fest verheilen, aber auch dann sind beruflich und sportlich und Alltagsbelastungen durchaus auch wieder im gewohnten Umfang möglich. Ja, die Patienten können am Tag nach der OP aufstehen, können sich ganz normal rühren. Ja. Sie haben auch Bilder mitgebracht, wo man sieht, wie dann so ein Wirbelbereich oder Bandscheibenbereich aussieht, wenn der, die Zyste entfernt ist. Ja. Also das ist dann wirklich wieder, ich sag mal, normal, zum Normalzustand oder Ursprungszustand zurückgeführt. Wir mal hier auf das Bild und sehen hier den Wirbelkanal. Das ist die Bandscheibe, die vorher schon in Ordnung war. Und hier ist wieder völliger Freiraum für die Nerven hier im Wirbelkanal. Wir hatten da noch ein zweites Bild dazu, wo man nochmal man sieht hier die rechte Seite und die linke Seite und links ist es auch wieder frei. Der einzige Unterschied ist, dass es hier so ein bisschen dunkler ist. Das war, wo das Gelenk verdickt war, aber man sieht diesen Nerv, diese beiden Punkte sind Nerven, die laufen wunderbar frei hier im Wirbelkanal wieder und ohne Bedrängnis und ohne Ischiasschmerzen zu verursachen. Warum gibt es denn Fälle, wo die Zyste sich immer wieder bildet? Sie haben vorher schon gesagt, das kann auch an der Operationsmethode liegen. Oder kann man da selber vorbeugen, dass sich so eine Zyste nicht mehr bildet? Nein, selber vorbeugen kann man leider nicht. Ja. Es ist eine gewisse Veranlagung dazu da, die spielt sicherlich eine gewisse Rolle. Auch das Fortschreiten des Verschleißes des Gelenkes kann eine gewisse Rolle spielen. Wer dazu neigt, viel Gelenkflüssigkeit zu produzieren im Rahmen dieses Verschleißprozesses, hat ein etwas höheres Risiko. Aber natürlich auch bei der Operation muss man darauf achten, dass eben dieses ganze Zystengewebe, das ist so etwas oft mit dem Nerv verklebtes Bindegewebe, dass es sorgfältig gelöst wird, komplett entfernt wird. Und oft mit dem alleinigen Ablassen der Flüssigkeit in der Zyste ist es eben wirklich nicht getan. Man muss dieses ganze Zystengewebe komplett entfernen, was unter dem Operationsmikroskop unter ganz großer Vergrößerung eben sicher und sehr schonend möglich ist. Herr Dr. Hohmann, sind es auch Patienten, die ohnehin die Veranlagung haben, Bandscheibenprobleme oder Ähnliches zu entwickeln? Oder ist es vielleicht eine Folge sogar dann? Es ist in der Regel so, dass eine Bandscheibe durch Degeneration instabil werden kann und dann schiebt sie hin und her. Und wenn das Gelenk die Veranlagung dazu hat, dann kann es mal eine Zyste bilden. Ich zeige das mal hier auf dem Modell. Wir sehen hier eine Bandscheibe, die ganz ausgeschlagen ist. Man sieht, das ist ganz flach. Ich klappe das mal so ein bisschen auf. Man schaut hier auf den vertrockneten, kaputten Kern ein. Und diese Bandscheibe kann sich in diese Richtung hin und her bewegen. Das ist eine Instabilität. Und die reibt auf dem Gelenk und fördert einen entzündlichen Zustand am Gelenk, der eben dazu führt, dass mehr Gelenkflüssigkeit produziert wird. Und das macht dann wieder die Zyste. Herr Dr. Wiehert, Herr Dr. Hohmann, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die ausführlichen Erklärungen zu den Gelenkzysten an der Wirbelsäule. Man hat also gesehen, es ist gar nicht so selten, wie man zunächst denkt. Und es ist aber letztendlich ganz gut, dann auch zu entfernen, so eine Gelenkzyste. Absolut. Herzlichen Dank Ihnen beiden. Liebe Zuschauer, bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin, Ihnen eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.